Die Frage nach Medienkulturen der Computersimulation ist auch die Frage danach, welche Rolle Berechnungen für eine Kultur spielen oder für Kulturen spielen. Die Bedeutung, die Computersimulation nach 1945 für die Wissenschaften, aber auch für Ökonomie und Politik und schließlich für die Unterhaltungskultur, Stichworte Trickeffekte und Computerspiele bekommen haben, kann kaum überschätzt werden. Insofern leben wir in einer Kultur der Berechnung. Das gilt aber auch in einem anderen Sinne. Schon lange bevor Computer zum Einsatz kamen, war das Rechnungswesen, die Berechnung und Verrechnung quantitativer Größen, das zentrale Verfahren von Ökonomie überhaupt. Auch das ist eine Kultur der Berechnung. In dem Vortrag sollen in einem ersten Aufriss die Berührungspunkte, Überlagerungen, aber auch Differenzen und Widersprüchen zwischen diesen beiden, ich weiß gar nicht mal, ob der Begriff Kultur wirklich gut ist, zwischen diesen beiden Kulturen der Berechnung skizziert und weitere Forschungsperspektiven angedacht werden. Das heißt, was ich nicht mache, was der Titel vielleicht nahelegen könnte, ist so eine, sind irgendwelche Arten von ethnomathematischen Fragestellungen, also wie zum Beispiel unterschiedlich Rechenverfahren es gibt. Das ist auch sehr interessant, aber das mache ich nicht. Da bin ich auch nicht routiniert genug drin. Wenn es um Medienkulturen geht, dann empfiehlt sich doch immer ein Blick in die Klassiker des heute Medienwissenschaft genannten Fachs. Und natürlich drängt sich da, wie könnte es anders sein, Marshall McLuhan auf. In seinem 1964 geschriebenen Buch Understanding Media gibt es, wenig verwunderlich, kein eigenes Kapitel zum Computer, obwohl dieser mehrfach erwähnt wird, aber ein, wenn auch relativ merkwürdiges und wie immer bei McLuhan eher assoziatives Kapitel zur Automation. Dort heißt es ziemlich am Ende und damit auch am Ende des Buchs überhaupt, dass es, Zitat, möglich ist, noch nicht gebaute Flugzeuge in Elektronenrechnern fliegen zu lassen. Die Konstruktionsdaten eines Flugzeugs können programmiert und das Flugzeug den verschiedensten und stärksten Belastungsproben ausgesetzt werden, bevor es vom Reißbrett herunterkommt. Dasselbe gilt für viele Erzeugnisse und Organisationen verschiedenster Art. Wir können heute mit dem Computer vielschichtige Bedürfnisse der Gesellschaft mit der gleichen architektonischen Gewissheit behandeln, wie wir das schon bisher beim Hausbau versucht haben. Eigentümliches Beispiel. Die Industrie als Ganzes ist so, da fehlt irgendwie ein Wort, sehe ich gerade. Die Industrie als Ganzes ist zur Kalkulationseinheit geworden, wie auch die Gesellschaft, die Politik und die Erziehung als Ganzes. Zitat Ende. McLuhan bemüht also, ich würde sagen, als Beispiel eine Computersimulation. Ein Flugzeug, das als Modell im Rechner fliegt, um getestet zu werden. Es geht um den Einsatz von Simulationen beim Einsatz für das Technikdesign, den Entwurf einer komplexen Maschine. Interessanterweise weitet er diese Bestimmung auch auf Organisationen verschiedener Art, ja auf die Industrie, die Gesellschaft, die Politik, die Erziehung als Ganzes aus. Alles scheint zur Kalkulationseinheit geworden zu sein. Alles scheint seiner rechnerischen Antizipation zu folgen. Dies verspricht offenbar Sicherheit, denn vielschichtige Bedürfnisse der Gesellschaft können nun mit der gleichen architektonischen Gewissheit angegangen werden wie der Hausbau, der Oikos. Jean Baudrillard, ich bin kein Fan von ihm, wird viele Jahre nach McLuhan behaupten, das Zeitalter der Simulation bedeute, dass das Modell der Realität vorausgehe. Obwohl das bei Baudrillard vielleicht anders gemeint ist, ich will mich da jetzt nicht so tief reinwagen, scheint es eine gute Beschreibung für eine konstitutive Rolle der Computersimulation zu sein, selbst wenn man, zumindest wenn man sie so stark macht wie McLuhan hier. Ob das wirklich so funktioniert, steht erstmal auf einem anderen Blatt. Jedenfalls scheint McLuhan am Ende seines Buchs und eher am Rande einzuräumen, dass unsere Kultur mindestens auch eine Kultur der Berechnung geworden ist und verbindet mit dieser Kalkulierbarkeit der Gesellschaft einen positiven Grundton. Ups. McLuhan ist durchaus nicht der Einzige, dem auffiel, dass das Berechnen eine zentrale Rolle zu spielen scheint. Am 27. Juni 1957, mitten im Kalten Krieg und dem bezeichnend sogenannten Wirtschaftswunder, bemerkte Martin Heidegger in einem Festvortrag, ich zitiere, unser ganzes Dasein findet sich überall, bald spielend, bald drangvoll, bald gehetzt, bald geschoben, herausgefordert, sich auf das Planen und Berechnen von allem zu verlegen. Für diesen Zustand reservierte Heidegger das eigentümliche Wort Gestell. Zitat Heidegger, das Gestell ist, falls wir jetzt noch so sprechen dürfen, seiender, denn alle Atomenergien und alles Maschinenwesen, seiender als die Wucht der Organisation, da ist wieder die Organisation, Information und Automatisierung. Zitat Ende.
Das Gestell ist der, nochmal Heidegger, Anspruch des Seins, der im Wesen der Technik spricht. Zitat Ende. Bekanntlich trat der Philosoph aus der Berghütte in Tottenauberg, der, Zitat, technischen Welt und den damit verbundenen, erneut Zitat Heidegger, Rechnen, das heute von überall her an unserem Denken zerrt, Zitat Ende, mit einer gewissen Skepsis entgegen. Aber wie dem auch sei, Heidegger benennt mit seiner Kennzeichnung der Moderne, zumindest der nach 45, als einer Zeit der Berechnung und Planung einen zentralen Punkt. Denn mit dem Aufkommen der, wie Heidegger ausdrücklich sagt, Denkmaschine, also des Computers, konnten ab 45, also ungefähr, also wann jetzt genau Computer erfunden worden sind, es gibt ja auch Analogcomputer in den 20er Jahren, da will ich mich jetzt nicht darauf festlegen, konnten ab ca. 45 Berechnungen in zunehmend gesteigerten Geschwindigkeiten und für immer komplexere Probleme angegangen werden. Und damit eröffnet sich eben die neue Möglichkeit der Simulation, die Heidegger nicht explizit nennt, die aber durchaus von zentraler Rolle gerade für das beginnende Heidegger Atomzeitalter ist. Für Heidegger ist das Aufkommen des Planens und Berechnens der, Zitat, Funktionalisierung, Perfektion, Automatisation, Bürokratisierung, Information, Zitat Ende, ein unvordenkliches Verhängnis der Seinsgeschichte, eben der Lichtung des Seins in der Weise des Gestells. Er fragt ausdrücklich, nochmal Heidegger, was spricht in dieser Herausforderung? Entspringt sie nur einer selbstgemachten Laune des Menschen? Oder geht uns dabei schon das Seiende selbst an, und zwar so, dass es uns auf seine Planbarkeit und Berechenbarkeit hin anspricht? Dann stünde also gar das Sein unter der Herausforderung, das Seiende im Gesichtskreis der Berechenbarkeit erscheinen zu lassen? In der Tat. Und nicht nur dies. Im selben Maße wie das Sein ist der Mensch herausgefordert, das heißt gestellt, das ihn angehende Seiende als den Bestand seines Planens und Rechnens sicherzustellen und dieses Bestellen ins Unabsehbare zu treiben. Zitat Ende. Ich glaube, man würde Heidegger missverstehen, wenn man das so liest, dass die Denkmaschine die Ursache für das Planen und Berechnen von allem ist. Vielmehr setzt er eine Art Verschiebung der Weise, in der die Welt ist, voraus, deren Effekt es ist, dass so etwas wie eine Rechen- und eben Denkmaschine erscheinen kann. Das kann man, wenn man will, bestätigen, wenn man den Text Die Zeit des Weltbilds von 1938 nochmal heranzieht. Keine Sorge, ich mache das kurz. Heidegger bemerkt dort zum mathematischen Charakter der neuzeitlichen, das heißt lange vor der Erfindung des Computers anhebenden Naturwissenschaft, nochmal Zitat Heidegger, in der Vorausberechnung wird die Natur gestellt, Zitat Ende. Heidegger datiert den Beginn dieses rechnenden Vorstellens, wie mir scheint, etwa auf Mitte des 17. Jahrhunderts. Jedenfalls schreibt er, Zitat, diese Vergegenständigung des Seienden vollzieht sich in einem Vorstellen, das darauf zielt, jegliches Seiende so vor sich zu bringen, dass der rechnende Mensch des Seienden sicher und das heißt gewiss sein kann. Erstmals wird das Seiende als Gegenständlichkeit des Vorstellens und die Wahrheit als Gewissheit des Vorstellens in der Metaphysik des Descartes bestimmt. Zitat Ende. Auch wenn Heidegger den Begriff der Kultur im selben Aufsatz kritisiert, könnte man doch sagen, dass auch er von einer Art Kultur der Berechnung spricht, aber einer, die weniger wie bei McLuhan Effekt des Computers ist, sondern ihm vorausgeht. Im Rahmen von Heideggers Philosophie macht es vielleicht wenig Sinn, nach einer weiteren Ursache dieses Übergangs zu fragen. Es scheint einfach zu geschehen. Äußerst seltsam ist allerdings, dass Heidegger an einer anderen, etwas abgelegenen Stelle im selben Aufsatz Die Zeit des Weltbilds bemerkt, ich zitiere nochmal Heidegger, wesentlich für die neuzeitliche Auslegung des Seienden ist die Vorstellung des Wertes. Es kommt dazu, Heidegger, dass man dem Gegenstand und dem so ausgelegten Seienden einen Wert zuspricht und überhaupt das Seiende nach Werten bemisst und die Werte selbst zum Ziel alles Tuns und Treibens macht. Zitat Ende. Hier taucht ziemlich unvermutet, jedenfalls für mich, ein Begriff auf, der Wert, der auf eine ganz andere Seite der Kultur der Berechnung verweist, nämlich auf die uns allen alltäglich bekannte Tatsache, dass allem in unserer Welt ein ökonomischer Wert zugesprochen wird, dass alles danach bemessen wird, dass man Werte berechnet und verrechnet und was keinen in Zahlen, in Geld, ausdrückbaren Wert hat, schlechterdings wertlos ist. Marx hat bekanntlich verdeutlicht, dass alle Waren einen Gebrauchswert, also einen Nutzen und einen Tauschwert, also den in Zahlen, das heißt Geld ausdrückbaren Wert haben, wie immer man auch zur Arbeitswerttheorie stehen mag. Und Ware ist heute schlicht und alles jeder, denn jeder Mensch hat bekanntlich auch einen Wert, der sich auf dem Arbeitsmarkt ausdrückt. Hier tut sich eine weitere,
andere Kultur der Berechnung auf, wo es gar nicht zuerst um den Computer oder die mathematische Gestalt der neuzeitlichen Wissenschaft geht, sondern darum, schlicht und ergreifend, dass ökonomische Vorgänge in Zahlen dargestellt werden, mit denen man rechnen kann. Denn gegen McLuhan muss man ja bemerken, dass die Industrie schon lange vor der Computersimulation, ja vor Computern im modernen Sinn überhaupt, eine Kalkulationseinheit war. Ich möchte folgende mögliche Verbindungslinien zwischen diesen beiden Kulturen skizzieren, und das ist ziemlich tastend und suchen, und dies auf drei Ebenen, und jetzt kommt meine super minimalistische Gliederung. Ich nenne die drei Ebenen der Einfachheit halber Makro, Meso und Mikro. Wobei die Mikroebene in einem gewissen Sinne am nächsten an der Medienkultur der Computersimulation ist. Abschließend möchte ich aus dieser Dreigliederung einige vorsichtige Schlussfolgerungen bzw. methodologische Fragen ableiten. Fangen wir an mit Makro, das mache ich aber am kürzesten. Also die Makroebene behandelt das Big Picture. Also im Grunde die Frage, ob die Kultur der Mathematik und am Ende ihre Rechen- und Denkmaschinen aus der Kultur des Werts hervorgegangen ist. Das mag absurd klingen, aber man muss sich daran erinnern, dass so ein Redl in Warenform und Denkform ja tatsächlich versucht hat, die Entstehung der Mathematik aus dem Äquivalententausch abzuleiten. Oder ob umgekehrt gewissermaßen die Kultur des Werts aus dem mathematischen Verfahren folgt oder ob sie gleich ursprünglich sind. Um es ganz kurz zu sagen, diese Frage kann ich hier nicht beantworten und ich weiß auch tatsächlich keine Antwort darauf. Ich will nur das Problem skizzieren und ein paar der Aspekte des Problems. Max Weber hat 1904, 1905 geschrieben, ich zitiere Weber, Zitat, der spezifisch okzidentale Kapitalismus ist nun offenkundig in starkem Maße durch Entwicklung von technischen Möglichkeiten mitbestimmt. Seine Rationalität ist heute wesenhaft bedingt durch Berechenbarkeit der technisch entscheidenden Faktoren, der Unterlagen exakter Kalkulation. Das heißt aber in Wahrheit, durch die Eigenart der abendländischen Wissenschaft, insbesondere der mathematischen, experimentell exakt und rational fundierten Wissenschaften. Zitat Ende. In der Tat, wenn man dann mal anfängt, das habe ich dann mal versucht so ein bisschen, weil das gibt es ja alles digital und online mittlerweile, da dachte ich mir, ich durchsuche mal die Marx-Engels-Werke nach den Wörtern wie Berechnung und Rechnen und Ähnlichem. Und in der Tat, man findet interessante Stellen, zum Beispiel, Zitat, MEW, Band 6, 416, die Existenz der Bedingungen der Bourgeoisie zwingen sie zu rechnen. Zitat Ende. Ist nun der okzidentale Kapitalismus eine Folge der seinsgeschichtlichen Lichtung, durch die der Mensch, nochmal Heidegger, herausgefordert, das heißt gestellt ist, das ihn angehende Seiende als den Bestand seines Plans und Rechnen sicherzustellen? Das stimmt ja. Ohne bestimmte mathematische Formen hätte sich so etwas wie die doppelte Buchführung, Brian Rotman hat das an der Null vorgemacht, gar nicht entwickeln können. Andererseits kommt man vielleicht erst durch das Leben im Kapitalismus auf die Idee, die Entbergung des Seins überhaupt in Form der Berechnung zu denken. Heidegger ist in seinem Dasein, in der, wie er in Sein und Zeit ja selber schreibt, durchschnittlichen Alltäglichkeit des agrarischen Tottnauberg oder Messkirch der 50er Jahre, von der Marktwirtschaft mit ihrem Bedarf und ihren Industrien. Heidegger erwähnt gerne die bis heute in den Schwarzwald hineinreichende Urlaubsindustrie, Zitat Ende, geprägt. Vielleicht beschreibt Heidegger, ohne es explizit zu sagen, genau die immer weitergehende Unterwerfung alles und jedens unter die imperative ökonomische Rationalisierung. Das mag letztlich auch für das gelten, wie Heidegger in die Technik und die Kehre bemerkt, Menschenmaterial, ausdrücklicher Begriff von Heidegger, gelten, am, wie Otto Pögeler, ein bekannter Heidegger-Interpret, zu präzisieren, was Arbeitsmarkt, auf dem sich das Dasein, bald drangvoll, bald gehetzt, bald geschoben, behaupten muss. Als Heidegger 1949 erstmals den Vortrag hielt, in der er die Gegenwart als vom Gestell geprägte beschrieb, würde es nur noch ein, zwei Jahre dauern, oder eigentlich im Grunde gleichzeitig, wie gesagt, die Frage nach Anfängen ist ja immer schwierig, bevor die von ihm genannte Industrie sich der ersten kommerziell verfügbaren Großcomputer zu bedienen begann. Dass die Formalisierung des Sozialen und der durch den Konkurrenzkampf, die Existenzbedingungen der Bourgeoisie, ständig steigende Druck, die Berechnungen zu beschleunigen, den Einsatz und die Entwicklung von Rechenmaschinen bzw. mathematischen Modellierungen begünstigt, scheint naheliegend. So hat Vannevar Bush 1969 in seiner unnachahmlichen, lakonischen Art bemerkt, Zitat Bush, "The great digital machines of today have had their exciting proliferation because they could vitally aid business because they could increase profits." Zitat Ende. In seiner beeindruckenden Studie The Control Revolution
weist James B. Niger darauf hin, dass die modernen Computertechnologien und das mit ihnen einhergehende Verständnis der Gesellschaft als Informationsgesellschaft, das ist zumindest seine These, Effekte einer tiefer liegenden Kontrollrevolution ist, wie er sagt. B. Niger, such technologies, computers, are more properly seen, however, not as causes, but as consequences of societal change, as natural extensions of the control revolution already in progress for more than a century. Zitat Ende. Die durch den Konkurrenzkampf getriebene industrielle Revolution erzeugte so viele neue organisatorisch-logistische Probleme, dass neue Formen der Informationsgewinnung, Organisation, Verwaltung, Distribution notwendig wurden. Klassisches Beispiel ist die Expansion des Eisenbahnverkehrs, die gleichzeitig die Expansion der Telegrafie erforderte, weil sonst das gar nicht mehr koordinierbar gewesen wäre. Die Computer als Kontroll- und Steuerungsinstrumente bis hin zu unseren bürokratischen Desktops sind dann eine Folge dieser Entwicklung. Allerdings erwähnt B. Niger die Computersimulation kaum am Rande. Ich glaube, das Wort Simulation kommt im ganzen Buch nur einmal vor, soweit ich das sehen kann. Und das scheint mir in gewisser Maße dann ein Desiderat auch dieses Buchs zu sein. Also er hat es 86 geschrieben. Es scheint mir in keiner Weise abwegig, diese Überlegungen von B. Niger in diese Richtung fortzuentwickeln. Also Computersimulation, je nach ihrem Einsatz, als eminente Kontrolltechnologien zu verstehen. In meinem nächsten Teil der Meso-Ebene will ich das etwas konkretisieren. Eine solche Genealogie der Computersimulation, die sie gewissermaßen versuchen würde, auf die, wie Foucault sagen würde, Notstände zu beziehen, auf die sie antwortet, würde sich mit etwas treffen, das offenbar schon in den 60er Jahren im Grunde selbst bekannt war. So hat Michael Lechner schon 1962 in einem Aufsatz zu Simulation, Computersimulation, von der umgänglichen Weltanschauung gesprochen, die jedem Simulationsmodell zugrunde liegt. Also Lechner schreibt selber, a Weltansicht must be at least implicitly established to permit the construction of a simulation language. Thesen jedoch, die den Computer allzu direkt aus ökonomischen Imperativen einer beschleunigten Berechnung hervorgehen ließen, verfehlen, dass der Aufwand dafür zunächst selbst unökonomisch hoch war und mithin nur unter einem noch größeren Notstand, dem des Krieges, angegangen werden konnten und mussten. Und das ist ja ausreichend erforscht, deswegen will ich davon in Detail nicht mehr drauf gehen. Die Rolle, die etwa zum Beispiel bei Galison, gibt es ja diesen Abschnitt wo in Image and Logic, wo Galison darüber spricht, welche Rolle Computersimulationen gespielt haben beim Beginn des Designs. Jetzt weiß ich es nicht mehr, ich glaube, es war die Wasserstoffbombe beim Beginn der Wasserstoffbombe. Das ist Kapitel 8 in Image and Logic. Da brauche ich jetzt nichts zu sagen. Also das kann man da alles nachlesen, viel besser als ich das kann. Okay, das war's schon mit Makro. Jetzt komme ich zur Meso-Ebene. Es wird etwas konkreter und nicht mehr ganz so allgemein. Die rasche Ausbreitung von Simulationen nach 1945, so könnte man sagen, hatte gute Gründe. Zwischen Mitte der 50er und Mitte der 60er Jahre, wie Sie alle wissen, eskalierte der Kalte Krieg. Ich sage nur drei Stichworte: Sputnik-Schock, Berliner Mauer, Kuba-Krise. Die Komplexität der Probleme und die Risiken bei Fehlentscheidungen, entweder vom feindlichen System überrannt oder gleich nuklear ausgelöscht zu werden, waren einfach zu groß. Da gibt es zum Beispiel auch Texte aus den 60er Jahren von Ethiel, die Solar Pool und so, wo man das alles ausdrücklich auch explizit thematisiert wird. Angetrieben von der Systemkonkurrenz versuchten beide Blöcke ihre Entscheidungs- und Planungsprozesse zu optimieren. In dieser Hinsicht, und das ist auch bekannt, basieren Simulationen auf einer viel älteren Tradition, etwa der Kriegsspiele und anderer Scientific Gaming-Verfahren. Die Meso-Ebene, die ich jetzt in den Blick nehmen möchte, dreht sich also nicht um große Welt- oder gar seinsgeschichtliche Fragen, ob die mathematische Weise, die Welt vorzustellen, Bedingungen des Kapitalismus war oder umgekehrt, sondern eher um die konkretere Frage, gegeben seien Kapitalismus und Rechner- bzw. Computersimulationen, wie hängen diese auf der Ebene von Strukturen, größeren Strukturen zusammen? Auf die Mikroebene des Handelns, im doppelten Wortsinne, komme ich dann im letzten Teil. So wie die Konkurrenz am Markt die Produktivkraftentwicklung antreibt, so hat auch die Systemkonkurrenz die Entwicklung ständig neuer Hochrisikotechnologien, was weiß ich, Kernkraft, Hochgeschwindigkeitszüge, Flugzeuge, Raumfahrt etc. vorangetrieben. Diese rasante Entwicklung erzwingt geradezu die parallele Bereitstellung von Simulatoren, die durch Training Menschen zu funktionalen Bestandteilen, Bedienern dieser Maschine machen, sonst drohen technologische Großkatastrophen, die natürlich nichtsdestotrotz immer wieder passieren.
Ja, was ja auch zeigt, dass sozusagen diese Beherrschung solcher Phänomene durch Simulationen, das müsste man eben im Einzelfall genau analysieren, auch immer gefährdet ist. Aber auch ökonomisch bestand, wie wir auch alle wissen, der Systemkonflikt. Schließlich wollte jede Seite der anderen beweisen, das überlegene Gesellschaftssystem zu sein. Dabei waren die beiden Seiten, was man vielleicht etwas spitz am Rande anmerken muss, also der real existierende Kapitalismus und der real existierende Sozialismus insofern verwandt, als das basale Prinzip ziemlich ähnlich war, nämlich die Produktion an abstrakten und insofern mathematisch formalisierenden Kennziffern zu orientieren, die in beiden Fällen um ihrer Selbstbilde gesteigert sind. Ja, also insofern ist sozusagen diese Grundstruktur ist ja durchaus ähnlich, ob man jetzt sagt, man muss den Plan mit so und so viel 100% erfüllen oder sagt, man muss so viel 100% Profit machen. Die Orientierung um sozusagen diese berechenbaren, abstrakten Quantitäten ist ja zumindest ähnlich. Man sieht hier die Spuren von Binagers Kontrollrevolution erneut. Jedenfalls waren diese Probleme, die Kontrolle zu verlieren, sei es ökonomisch, sei es technisch, ein starker Antrieb, Simulationen zu entwickeln. Auch zum Beispiel natürlich im Produktdesign und anderes, worauf ich nicht eingehen kann. 1957, in dem Jahr, als der Sputnik-Schock die USA vorübergehend an der Überlegenheit ihres Gesellschaftssystems zweifeln ließ, wurde die erste Simulationsstudie des amerikanischen Wirtschaftssystems in Auftrag gegeben. Man hoffte auf Voraussagen und natürlich auf mögliche Optimierungen. Ist es ein Zufall, dass Heidegger gerade in diesem Jahr kritisch das Planen zum Kennzeichnen des Gestells erhob? Ich möchte eine dieser ersten Simulationsstudien ein wenig ausführlicher betrachten, nämlich Microanalysis of Socio-Economic Systems, a Simulation Study von 1961, verfasst von Guy H. Orchid und anderen von der University of Wisconsin. Das einleitende Kapitel heißt ausdrücklich Policy, Prediction and Models und lässt keinen Zweifel daran, was der Zweck der ganzen Veranstaltung ist. Zitat: We do believe that it must be in the social interest to provide both governmental and non-governmental policymakers with better tools for arriving at rational decisions and executing them efficiently. In general, the better the prediction, the more efficient will be the control. Zitat Ende. Das ist, so, wie man so schön sagt, Klartext. Es geht also ausdrücklich um Kontrolle, um Steuerung der Rahmenbedingungen der US-Ökonomie, was übrigens am Rande bemerkt auch nochmal einen interessanten Blick auf diesen im Kalten Krieg ideologisch aufgebauschten Gegensatz von Markt und Plan wirft. Aber das nur am Rande. Simulationsmodelle mit Rechnern werden notwendig, da, wie die Verfasser ausdrücklich betonen, keine direkten Experimente mit der Ökonomie möglich sind. Da kann man natürlich erstens fragen, ob nicht der Stalinismus genau sowas ist. Und auf der anderen Seite muss man bemerken, dass es natürlich diesen Fall mit Chile gibt, wo nach dem Putsch von Pinochet 73 durchaus auch neoliberale Politik gewissermaßen auf Landesebene als Menschenexperiment durchgeführt worden ist, nachdem man alle linken Oppositionsparteien, alle Gewerkschaften verboten hat. Was dann ja bekanntlich, diese Reformen wurden dann ja bekanntlich von Pinochet-Freundin Maggie Thatcher in Great Britain übernommen. Also sowas, so viel zur Staatsferne und zur friedlich-schiedlichen Genealogie des Neoliberalismus. Die Autoren wenden sich dann der explizit Nature of the Economy itself zu. Zitat: Our socio-economic system is a complicated structure containing millions of interacting units, such as individuals, households and firms. It is these units which actually make decisions about spending and saving, investing and producing, marrying and having children. It seems reasonable to expect that our prediction would be more successful if they were based on knowledge about these elemental decision-making units, how they behave, how they respond to changes in their situations and how they interact. Wegen dieser Betonung der basalen ökonomischen Einheiten nennen die Verfasser ihre Studie eben eine Microanalysis. Im ersten Kapitel der Studie, nach der Einleitung, definieren die Autorinnen folglich die basalen Einheiten. Ich kann Ihnen das nicht alles zeigen, ich zeige Ihnen nur ein paar Beispiele. Hier sieht man ein Flow-Diagramm, a Flow-Diagram of a model of a decision-making unit. Jetzt darf ich endlich den Laserpointer verwenden, das Inputs von Märkten bekommt, also von Market 1 bis N, und darauf sozusagen spezifiziert reagiert. Das ist eigentlich klassisch, die Decision-Making Unit ist eine Blackbox.
Da kommt der Markt an und da geht es in den Markt raus sozusagen. Also das ist die Idee. Aus solchen Units und ihren Interaktionen kann man dann Modelle von sehr einfachen ökonomischen Systemen zusammensetzen. Also das ist zum Beispiel ein Incomplete Flow Diagram of a Model of an Economic System. Man hat hier verschiedene Decision-Making-Units, 1 bis N, die Inputs und Outputs, die über Inputs und Outputs verbunden sind, und so kann man versuchen, einen ökonomischen Vorgang auf Märkten oder so, also als Blockdiagramm darzustellen. Und wenn man diese logische Struktur einmal beschrieben hat, kann man versuchen, das in eine mathematische Darstellung für eine Programmiersprache oder so zu übersetzen und versuchen, ein solches ökonomisches System zu simulieren. Die zunächst noch ziemlich unspezifizierten Decision Units werden dann später im Laufe des Buchs genauer spezifiziert. Hier etwa das Modell einer Kernfamilie, zu dem Parameter wie heiraten, Kinder kriegen, sterben und ähnliches hinzumodelliert werden. Jetzt kann man dann sehen, also hier ist Status Variables, House, Car, Durables, also was für Güter werden gekauft und welche werden abgestoßen. Hier sind dann die Kinder, sind dann noch so Subeinheiten dieser Blackbox und so weiter. Also das wird versucht dann immer weiter zu binden, zu differenzieren. Ich will das jetzt hier gar nicht vertiefen. Und ich habe auch festgestellt, als ich mich da anfing, mit zu beschäftigen, dass das Thema ökonomische Simulation mit oder ohne Spieltheorie schließweg unüberschaubar ist. Da muss ich auf jeden Fall nochmal tiefer reingehen, wenn ich da noch dran weiterarbeiten will. Und ich möchte auch nicht unerwähnt lassen, dass einer der interessantesten Fälle des Cyber-Syn-Systems in Chile vor dem Putsch, ja gerade hier in Lüneburg durch Klaus Piers und Sebastian Fehlken, auch schon detailliert untersucht worden ist. Also das habe ich ja dadurch, habe ich auch zum ersten Mal davon gehört und fand das auch alles sehr eigentümlich und beeindruckend. Es sei nur an diesem einen frühen Beispiel auf einen, wie mir scheint, nicht ganz unwichtigen und oben im Makroteil schon angedeutet, also in meinem Makroteil angedeuteten Punkt hingewiesen. Auf Seite 285 und 86 ihrer Studie bemerken Orchid und et al., Zitat, "A fundamental premise of our study is that it is meaningful to base inferences about the behavior of the real social economy on the observed performance of a simulated model, where the model is both simpler in complexity and smaller in dimension than the real thing." Natürlich, das muss ja auch so sein, denn ein Modell, das genauso groß und komplex wäre, wie das zu modellierende Objekt und System, wäre ja komplett sinnlos. Jedoch ist es in keiner Weise vorgegeben, wie genau das verkleinerte, zeitlich beschleunigte oder abgebremste, komplexitätsreduzierte und gegebenenfalls diskretisierte und so weiter Modell sich unterscheidet von der zu modellierenden Entität. Und ich will an dem Rande andeuten, das ist auch so ein Fass ohne Boden Modelltheorie, wo ich glaube, da muss ich auch nochmal tiefer reingehen, um mich damit zu beschäftigen. Also Stachowski, glaube ich, gibt es ja, und Bernd Maher hat ja auch dazu gearbeitet. Also das ist ein ganz kompliziertes Thema. Worauf ich nur hinaus will, ist das natürlich, dass das einer der Angriffspunkte ist, an dem die von Lechner 1962 schon beschriebene Weltansicht eine Rolle spielt. Man muss irgendeine Entscheidung fällen, wie man das Modell reduziert. Das ist nicht vorgegeben von der Sache selbst. Das ist was, was im Grunde kontingent ist. Ja? Modellierung, wie gesagt, das ist eigentlich ein Truism, und damit auch Simulationsmodelle sind immer von impliziten Vorannahmen über das Modellierende abhängig. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Das mag bei naturwissenschaftlichen Simulationen, die zumal anders als Simulationen ökonomischer Systeme vielleicht leichter an Experimentaldaten validiert oder falsifiziert werden können, einen anderen Stellenwert haben, eine andere Problematik haben. Auch das will ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht recht beurteilen. Bei Modellen von Ökonomie und Kultur allerdings scheint mir das doch ein fundamentales Problem zu sein. Orchid et al. Schreiben weiterhin, schlicht und ergreifend, "The demographic model is microeconomic." Punkt. Selbstverständlich wird vorausgesetzt und unthematisiert, es wird also nicht reflexiv thematisiert in dem Buch, in keiner Weise, es gibt keinen einzigen Teil, der sozusagen methodisch diese Frage aufrollt, es wird selbstverständlich vorausgesetzt, dass sich die Dynamik einer Ökonomie aus fundamentalen, einzelnen, interagierenden Einheiten aufbauen lässt. Das ist nichts anderes, oder zumindest etwas sehr Ähnliches, als die selbstverständliche Grundannahme der heutzutage weitgehend hegemonialen und, um diesen problematischen Terminus vorsichtig zu gebrauchen, neoklassischen Ökonomie, das heißt der methodologische Individualismus. Das heißt, die Vorstellung,
dass sich größere Einheiten letztlich bruchlos auf das Handeln oder die Operation elementarer individueller Einheiten zurückführen lassen. Von der Neoklassik ist das der nutzenoptimierende Homo economicus. Das mag stimmen oder auch nicht. Ich will da gar keine Entscheidung drüber fällen. Ich persönlich glaube ja eher nicht, dass das stimmt, weil meines Erachtens wachsen Menschen nicht wie Pilze im Wald, um dann, wenn sie fertig sind, auf eine Lichtung zu gehen, sich zu treffen und zu sagen, hey, wollen wir nicht eine Gesellschaft oder eine Ökonomie aufziehen? Ich glaube nicht, dass das eine gute Beschreibung ist, aber das ist jetzt auch egal. Wir lassen das. Jedenfalls ist es keine natürliche, unbestreitbare oder gottgewollte Vorgabe, es so zu beschreiben. Das muss nicht sein. Die Vorannahme, es ist kein Zufall, die Idee ist ja auch noch nicht mal von mir, aber ich habe jetzt in Vorbereitung ein paar Texte über Agent-Based Modeling gelesen, weil mich das natürlich interessiert hat, diese Frage. Und ich habe festgestellt, dass tatsächlich es eine Reihe von Texten gibt, von Epstein oder von O'Sullivan Hackley, die genau diese, also das Agent-Based Modeling, das die Idee, also Modellierung aufgrund des Verhaltens von Agenten, die interagieren, mit lokalen Verhalten zum Beispiel, dass das durchaus genau in dieser Hinsicht auch kritisiert wird in der Wissenschaftstheorie zur Simulation. Das finde ich zum Beispiel einen ausgesprochen interessanten Punkt, denn man könnte sich ja auch vorstellen, dass man Wirtschaftssysteme anders beschreibt, mit anderen, dass man von anderen Kriterien ausgeht. Ich sage nur zwei Namen, Niklas Luhmann oder zum Beispiel Karl Marx, und damit meine ich nicht den Ostblock Karl Marx, sondern die marxische Wertformanalyse, um zwei ganz verschiedene, aber eher strukturorientierte Ansätze zu nennen. Das möchte ich Ihnen jetzt nicht vorenthalten. Das ist das Logo des Luhmann-Simulators. Es hat schon verschiedene Versuche gegeben, Wirtschaftssysteme nicht etwa ausgehend von der Neoklassik, sondern etwa von der Beschreibung Niklas Luhmann, das Wirtschaftssystem als autopoietischem Subsystem der Gesellschaft zu simulieren. Da gibt es auch Bücher drüber, ich habe sogar eins dazu dabei, beziehungsweise Kopien daraus. Das müsste man auch nochmal weiter untersuchen, ob es wäre sehr interessant zu sehen, welchen anderen Arten von Ergebnissen eine solche Simulation kommt. Gut, wie dem auch sei. In der Studie von 1961 ist also bereits eine bestimmte und wie ich schon sagte, in dem Buch selbst in keiner Weise diskutierte Vorannahme zugrunde gelegt. Das heißt, auch die Idee, Ökonomien mit agentenbasierten Simulationen zu beschreiben, ist womöglich keineswegs eine rein technische Vorannahme. Und angesichts der großen Hilflosigkeit oder einer jedenfalls partieller Hilflosigkeit der Neoklassik angesichts der 2008 andauernden Krise, was ja nichts anderes bedeutet und von manchen ja auch zugegeben wird als ein Versagen der verwendeten Modelle, ist es ja zumindest mal eine Idee zu versuchen, ob man nicht mit anders orientierten Modellen möglicherweise weiterkommt. Und sowas gibt es natürlich auch schon. Ja, Complexity Economics zum Beispiel, die also ganz andere Wege versuchen zu beschreiten, Wirtschaftssysteme zu beschreiben und die auch dadurch abrücken, etwa von der allgemeinen Gleichgewichtstheorie und kapitalistische Wirtschaftssysteme eher stärker als krisenhafte und ständig in Bewegung befindliche und Systeme beschreiben. Also es gibt ja in den Wirtschaftswissenschaften auch tatsächlich solche Versuche, die, soweit mir bekannt ist, zum Teil auch mit hochinteressanten Simulationsmodellen arbeiten. Als abschließende Ergänzung zu diesem Teil möchte ich sagen, natürlich, dass die stalinistische Version noch viel weniger Fortune hatte. Obwohl von sowjetischen Wissenschaftlern schon früh als zentrales Prognose- und Steuerungsinstrument gerade auch für eine zentrale Planwirtschaft erkannt, wurde die Kybernetik und mit ihr mathematische Modellierungsverfahren bis zu um 1956 und 1961 endlich einsetzenden Entstalinisierung weitgehend verdammt. Die Kybernetik, das galt als bourgeoises westliches Wissen, das man nicht benutzen darf, sozusagen. Wie auch Teile der Genetik, soweit ich weiß. Aber selbst nach dieser Wende und dem dann geradezu groteske Ausmaße annehmenden Kult um die Kybernetik, besonders in der DDR Ulbrichts, fehlt es sowohl an hinreichend leistungsfähigen Computern als auch an Zuverlässigkeit der ökonomischen und demografischen Daten. Simulationen kann man ja unter anderem oder sollte man vielleicht dadurch verbessern, dass man verfeinerte Rückkopplungen auf ihre Ergebnisse produziert. Und natürlich ist das Problem an autoritären oder totalitären Systemen, dass es in der Regel einfach zu wenig Feedback gibt und zu wenig klare, verlässliche Informationen. Deswegen kann man natürlich auch keine vernünftigen Modelle bauen. Diese Unfähigkeit, effiziente Simulationen, ja wenigstens nur Modelle des eigenen Zustands zu entwickeln, mithin das soziale Feld Heideggers Berechnen und Planen zu unterwerfen, könnte ein Grund gewesen sein für die Niederlage der bürokratischen und autoritären UdSSR im sogenannten Kampf der Systeme. Das hieße aber interessanterweise auch, dass sozusagen
im Grunde das Berechnen und Planen im Westen, weil er offener war und mehr Informationen zur Verfügung stellen konnte und mehr Feedback, eine zentrale Rolle hatte als der in diesem Licht dann doch eher chaotisch erscheinende real existierende Sozialismus. Was ja irgendwie dieser volkstümlichen Vorstellung, dass sozusagen der Sozialismus geplant und die Marktwirtschaften ungeplant sind, irgendwie zuwiderzulaufen scheint. Also das fände ich interessant, das nochmal zu vertiefen. Im Mission Statement des Max steht der schöne und wichtige Satz, dass es auch darum geht, wie, ich zitiere, Computersimulation als Kulturtechnik in die Gefüge gesellschaftlicher Prozesse eingriffen und eingreifen. Das kann ich nur unterstützen. Das scheint mir eine wirklich zentrale Frage zu sein. Die Rolle, die Simulationen für die Naturwissenschaften spielen, also ihre epistemologische Funktion, wird ja zunehmend untersucht. Gramelsberger, Winsberg, Gallison und viele andere haben dazu gearbeitet und arbeiten dazu. Das ist ja auch ein super interessantes Thema. Die politische Funktion der Computersimulation hingegen, ihre Rolle für das Planen und Berechnen von allem, ich glaube, da kann man noch einige interessante Sachen machen. Okay, und jetzt komme ich schon zu meinem letzten Teil. Mikro. Die Rolle von Computersimulationen für Kontrolle und Optimierung zeigt sich auch an kleineren Strukturen, weit unterhalb der Ebene von ganzen Ökonomien. So gibt es Simulationen, mit deren Hilfe die Strukturen von Unternehmen, also die Organisationen, McLuhan sozusagen, von Unternehmen oder Einkaufszentren etc. geplant werden. Ausgehend von reichem Datenmaterial über Informations- und Kommunikationsflüsse, Verhaltensmuster etc. sollen die Architekturen, Besucherströme und Informationsflüsse optimiert und so die scheinbar zwanglose Lenkung und Optimierung von Subjekten ermöglicht werden. Interessanterweise gibt es ein frühes Paper, das habe ich sogar hier, von Gordon, Towards a General... Ah nee, das ist vom Leckner, wie heißt das noch? A General Purpose Systems Simulator aus dem IBM-Kontext von 1962, wo das Beispiel ausgerechnet, oder ein Beispiel ausgerechnet, das sogenannte Supermarktproblem ist. Das ist hier ein Flow-Diagramm. Also ich kann im Moment nicht da jeden Kasten erklären, aber das ist ein Flow-Diagramm aus dem Text, wo es um die Frage geht, wie man die Probleme beim Verkauf und die sich bildenden Schlangen an Kassen und so weiter besser beschreiben kann. In der Moderne wird das sein Bestand, sagt Heidegger. Die Behandlung des Supermarktproblems und seine Lösung, wenn man so will, macht Menschen zum Bestand, die von einer Konsumindustrie zum Kaufen bestellt werden. Damit sind wir von der Ebene ganzer Ökonomien zur Simulation lokaler Kauf- und Tauschhandlungen vorgedrungen. Damit keine Missverständnisse entstehen. Meine oben gemachte Kritik am von neoklassischen Ansätzen entlehnten methodologischen Individualismus, der, wenn man so will, Agentenbasierung als bevorzugte Methode der Modellierung ökonomischer Prozesse, bedeutet ja nicht, dass es keine lokalen ökonomischen Praktiken gibt. Bin mir nur nicht sicher, ob man das Verhalten ganzer Ökonomien daraus ableiten kann. Aber dass es lokale Praktiken gibt, ist natürlich unbestreitbar. Auch in diesen spielen Computersimulationen eine Rolle. Um diese Mikroebene der Berührung und Überschneidung der beiden Kulturen der Berechnung soll es in diesem letzten Teil gehen, aber das ist auch wieder etwas kürzer. Allerdings nicht am Beispiel etwa eines Supermarktdesigns, sondern auf der Ebene, und das scheint mir nah an den Medienkulturen der Computersimulation, des ökonomischen Fundamentalmediums, nämlich Geld. Dem übrigens in der Neoklassik entgegen aller Alltagserfahrung keine eigene Dynamik zukommt. Und das wird ja weitgehend nur als Numeräre behandelt. Hier sehen Sie eine 50-Euro-Banknote. Unten rechts befindet sich ein Sicherheitshologramm, das, wie diese Abbildung schon zeigt, nicht recht kopiert werden kann. Wie kann man das etwas besser sehen? Moment. Also, wenn man das kippt, Sie kennen das alle aus Ihrem Portemonnaie, also im Grunde brauche ich das auch nicht zu zeigen. Na, nochmal. So, das reicht. Hier sieht man das Hologramm in Bewegung. Man erkennt, dass es sich im Licht je nach Einfallswinkel verändert. Ein Effekt, der wirklich schwer zu kopieren ist, weil das wellenoptische Wissen, das diesem Effekt zugrunde liegt, durch geometrisch-optisch operierende Maschinen wie Fotokopierer nicht übertragen werden kann. Warum zeige ich Ihnen das? Was hat das mit Medienkulturen der Computersimulation zu tun? Nun, es ist so, dass computergenerierte und das heißt computersimulierte Holographie heute neben anderen ein zentrales Verfahren des Kopierschutzes bzw. der Echtheitssicherung ist.
dass für besondere staatliche Dokumente, wie zum Beispiel ihren Personalausweis, zum Einsatz kommt. Es gibt bei der Bundesdruckerei, da kann man sich das auf der Website sich angucken, das sogenannte Identigrammverfahren, das hat die Bundesdruckerei entwickelt, das ist ein holographisches, computergeneriertes, holographisches Verfahren, was verhindern soll, dass Personalausweise leicht nachgeahmt werden können. Und wie der Geldschein zeigt, Verfahren simulierter Holographie kommen auch für Medien des ökonomischen Verkehrs zum Einsatz. Also auf Geldschein und natürlich auf Kreditkarten. Wobei man das alles, auch da habe ich angefangen, mich zu vertiefen, hatte einen interessanten Mailwechsel mit, ich habe jetzt vergessen, wie die genau heißen, der amerikanischen Gesellschaft der Hersteller von Plastikkarten. Da gibt es einen Berufsverband, die Leute, die da die Kreditkarten herstellen und die ausweisen. Da habe ich da mal angefragt, weil die so interne Zirkulare haben, wie die Hologramme uns auf die Kreditkarten kamen. Und da wurde mir erstmal klar, was für eine lange und komplexe das Geschichte das hat. Und ich habe erfahren zum Beispiel, dass die Taube, die man auf der Visa-Card sieht, das ist zum Beispiel nicht generiert. Das ist wirklich ein Modell von einer Taube gewesen aus Ton, von dem man ein Master-Hologramm gemacht hat und daraus stellt man dann gepresste Regenbogen-Hologramme her. Das heißt, es ist nicht alles Simulation, Computersimulation von Holographie. Das muss man ziemlich auseinanderfrickeln, glaube ich. Ganz aktuell berichtet die Zeitschrift BA Professional, also die Zeitschrift der International Society for Optical Engineering, in ihrer Ausgabe April 2013, ich habe ein längeres Zitat, "More than four decades after the first computer-generated holograms, CGH, were introduced by Adolf Lohmann and his co-workers, CGHs, das ist unaussprechlich, continue to play an important role in modern optics for generating specific optical functions. The computer-generated holograms can transform incident light beams into arbitrary wavefronts. This is possible because we can now create micro and nano-sized structures designed to generate specific diffraction patterns. Computer-generated holograms are used for interferometric testing, wavefront shaping, pulse shaping of femtosecond lasers, and for highly efficient coupling of light onto optical fibers." Und jetzt kommt der für mich interessante Teil. "Security is another big application for computer-generated holograms, because they can authenticate products and prevent counterfeiting and falsification. Numerous studies have been conducted to improve the hologram fabrication process and design, resulting in advances such as powerful numerical calculation techniques to efficiently calculate complex diffractive structures. Scientists have also developed cost-effective fabrication processes and effective tools for the quality evaluation of the fabricated elements." Da ich jetzt nicht weiß, ob das bekannt ist, wollte ich noch mal kurz erklären, was man sich unter Holographie vorzustellen hat. Also die Holographie ist ursprünglich 1948 von Denis Gabor mit Vorläufern wie Aimé Cotton und so vorgeschlagenes optisches Verfahren der Wellenfrontrekonstruktion. Das ist eine spätere Variante des Aufbaus in den 60er Jahren. Das basiert im Grunde auf der Anordnung von Leith und Upadniks. Das Prinzip ist im Grunde ganz einfach. Man hat einen kohärenten Lichtstrahl, das ist in der Regel Laser. Der Strahl wird aufgeteilt durch einen Beamsplitter in zwei Strahlen. Ein Spiegel lenkt den Reference Beam hier ab. Und hier ist die fotografische Platte. Das kann eine ganz normale, wenn auch sehr hochauflösende fotografische Platte sein. Oder wenn man ausreichend hohe Auflösung hat, könnte es natürlich auch ein sehr hochauflösendes CCD sein. Und der zweite Teil des Lichts ist der Illumination Beam, der beleuchtet das Objekt. Und das Objekt verformt sozusagen die Wellenfront des Lichts und diese verformte Welle interferiert mit der Referenzwelle auf der fotografischen Platte. Das heißt, hier ist keine, wie Sie sehen, hier ist keine Linse zwischen Gegenstand und Hologramm, wie das zum Beispiel in der normalen Fotografie ist, wo der Gegenstand ja fokussiert wird durch eine Linse. Das gibt es hier nicht, weil nicht der Gegenstand aufgezeichnet wird, sondern, das ist jetzt irgendein beliebiges Beispiel, sondern so, das Interferenzmuster zwischen beiden Wellen. Das ist eine diffractive structure, ja, weil sozusagen dieses Muster beugt bei der Rekonstruktion, wenn man Licht derselben Wellenlänge nimmt, beugt es wieder, an den hellen und dunklen Stellen wird die Welle gebeugt, und die Wellenfront so verformt, dass wenn man durch die fotografische Platte guckt, man ein virtuelles Bild des Gegenstands sieht, weil die Wellenfront rekonstruiert wird. Ja, das ist so ganz basal jetzt, was ein Hologramm ist. Das ist die Pointe der Holographie, die Aufzeichnung des Interferenzmusters ist und dieser Vorgang von der Wellenoptik, die sich ausgehend von Vorläufern wie Huygens dann im 19. Jahrhundert von Young und Fresnel und anderen entwickelt hat,
mathematisch beschrieben werden kann, kann dieser Prozess im Prinzip auch von Computern simuliert werden. Ja, das ist ja eine mathematisch verfasste Theorie. Der schon genannte Adolf Lohmann hat um 1966 die ersten Versuche dazu gestartet. Hier sieht man aus dem frühen Aufsatz von Lohmann, das erinnert uns an das Bild, was wir eben bei Gordon gesehen haben. Das ist hier so ein Blockdiagramm, was im Grunde, das ist jetzt sehr vereinfacht, den Fluss dieser Simulation darstellt. Man hat sozusagen, also auch wenn es hier nicht steht, hier wird sozusagen mathematisch beschrieben der Objektstrahl und hier ist der Referenzstrahl und ganz schlicht add two beams. Und dann muss man dann sozusagen das erzeugte, berechnete Interferenzmuster auch irgendwie ausdrucken, ja, und damit man das dann wieder mit dem Licht entsprechender Wellenlänge rekonstruieren kann. Wie man sich denken kann, ist das ziemlich schwierig. Und zwar nicht so vom Prinzip her, sondern das Problem ist, weswegen der Artikel im Spiel Professional ausdrücklich anmerkt, to efficiently calculate complex diffractive structure. Das ist ein großes Problem, weil diese Hologramme ja viel mehr Informationen enthalten als normale Fotos und diese Strukturen unheimlich komplex und fein sind. Da es sich um einen äußerst informationsreichen Vorgang handelt, werden hier schnell Grenzen der Simulability erreicht. Auch war es lange Zeit sehr schwierig, und das ist es im Grunde fast immer noch bis in die jüngste Vergangenheit gewesen, die sehr feinen Interferenzmuster angemessen zu drucken oder anderweitig darzustellen. Das ist einfach das Prinzip ist nicht so schwierig, aber die technische Umsetzung ist enorm, wie das ja oft so ist, ist enorm schwierig. Dennoch, wie ich schon sagte, sind computergenerierte Holographien von großem Interesse für Sicherheitsanwendungen, zur Echtheitssicherung von Dokumenten, Geld und Waren. Es kam bis zu einer bis heute anhaltenden differenzierten Entwicklung sehr verschiedener Verfahren. Sie kennen solche und ähnliche bunt schillernden Echtheitsaufkleber, zum Beispiel von Computerprodukten, Eintrittskarten oder vielen anderen Waren, deren Operabilität für die Ökonomie eben an ihrer Echtheit hängt. Hier sind es so kleine Bapperl, die die Echtheit von Eintrittskarten, von Tickets für Spiele der allseits geschätzten TSG 1899 Hoffenheim sicherstellen sollen. Dabei, ich komme jetzt schon zum Schluss, dabei kommt meist das sogenannte Dot-Matrix-Verfahren, das in der Regel auch in technischen Papern Dot-Matrix-Holography genannt wird, zum Einsatz. Per Computersteuerung wird eine Matrix aus Punkten geschrieben, die kleine Beugungsgitter sind. Entsprechend kann man schillernde, animierte, dreidimensionale, je nachdem, was man will, Muster zusammensetzen. Allerdings zeigt dieses Beispiel auch, dass man bei der Erforschung solcher alltäglicher Einsätze von Computersimulationen Vorsicht walten lassen muss. Denn hier sieht man eine typische Anordnung, wie so ein Dot-Matrix-Bild geschrieben wird. Also im Grunde ist das so etwas Ähnliches wie das, was wir vorhin gesehen haben. Hier kommt der Laser. Hier sind Linsen, die, durch deren Verschiebung man relativ zueinander die Punktgröße, die hier unten geschrieben wird, einstellen kann. Der Strahl wird wieder geteilt. Und hier gibt es dann verschiedene, wenn man das hier verändert, kann man die Grating Pitch, also das ist glaube ich sozusagen die Neigung der Gitter verändern. Hier gibt es eine fokussierende Linse und hier wird dann auf dem Zielobjekt gewissermaßen werden diese Punkte geschrieben. Der Punkt ist, dass das zwar computergesteuert ist sozusagen, indem das, was hier unten Punkt für Punkt geschrieben wird, ist so eine Art digitales Bild, was aus Pixeln besteht, wobei jeder Pixel eben ein kleines Beugungsgitter ist. Aber im Grunde ist das eigentlich gar keine Holographie mehr, weil es den Unterschied zwischen Referenz- und Objektstrahl ja gar nicht mehr gibt. Es ist ja nicht so, dass es ein Objekt gibt, das Wellenfront rekonstruiert wird. Das arbeitet zwar auch mit Interferenz und also mit wellenoptischen Effekten, das ist aber nicht wirklich eine Holographie. Also in dem Sinne, ich glaube nicht, dass es Sinn machen würde, das Simulation von Holographie zu nennen. Das ist, glaube ich, keine. Ja, sondern das ist so eine Art Mix aus digitalem Bild und wellenoptischen Verfahren. Das zeige ich Ihnen nur, um Ihnen klarzumachen, dass es da eine ganze Reihe sehr verschiedener Verfahren gibt. Bevor man jetzt sagt, die Computersimulation zieht auch in solche lokalen Prozesse zur Echtheitssicherung ein, muss man sich die Verfahren ganz genau angucken, was davon wirklich Simulation ist. Ich bin mir nämlich nicht so sicher, dass das wirklich im engeren Sinne eine Computersimulation von Holographie ist. Auch da gibt es noch viel zu erforschen, da bin ich auch ganz ehrlich erst am Anfang. Okay, das war es im Grunde auch schon zum Mikroteil. Ich will hier gar nicht weiter ins Detail gehen. Ich will nur darauf hinweisen, dass eben Computersimulationen nicht eben immer nur verwendet werden,
Na, eigentlich ist das ja auch klar, für die Simulation größerer Strukturen, sondern durchaus auch in so ganz alltäglichen Dingen wie Kreditkarten und Geld und Ähnlichem und Eintrittskarten eventuell auftauchen können. Okay, und das, jetzt komme ich zu meinem Schluss, der wird ganz kurz. Ich komme nach diesem weiten und etwas wüsten Durchgang zu meinem Fazit. Festhalten lässt sich, dass sich die beiden Kulturen der Berechnung, jene, die wir im engeren Sinne mit der Modellierung und der Simulation verbinden, und jene, die schon seit längerer Zeit unsere Gesellschaft ökonomisch als durch den Wert quantifizierbarer erscheinen lässt, auf verschiedenen Ebenen überschneiden und verbinden. Ich versuchte zu zeigen, dass die Überschneidung auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig stattfindet, wobei die von mir sogenannte Makroebene eher die Ebene der generellen Frage nach epistemologischen Bedingungsverhältnissen ist. Und ich weiß auch gar nicht, ob es nicht viel interessanter ist, statt diese große Frage zu stellen, dann doch eher sich mal systematisch und historisch anzugucken, wie die Meso- und die Mikroebene zu verbinden. Also zu gucken, wie Computersimulationen in dieses Gefüge des Ökonomischen auf ganz verschiedenen Ebenen eingreifen und darin operativ werden. Methodisch könnte man hier bei Latour Anleihen machen, der ja in Reassembling the Social etwas schief übersetzt als eine neue Soziologie für eine neue Gesellschaft, den Vorschlag macht, erst das Globale zu lokalisieren und dann in einem zweiten Schritt das Lokale neu zu verteilen. Das widerspricht nicht dem, wie ich übrigens finde, höchst bedenkenswerten Argument von Klaus Piers, dass die ANT möglicherweise ungeeignet ist, um sich dem epistemologischen Status der Computersimulation zu nähern. Mir scheint nur die Idee interessant, weder das Globale auf das Lokale zurückzuführen, noch umgekehrt. Eine methodische Forderung Latours, die leider in den meisten an ihn anschließenden Studien, soweit ich sehen kann, nicht richtig beherzigt wird. Vielmehr wird im Sinne des von mir schon kritisierten methodischen Individualismus in der Regel nur der erste Schritt durchgeführt. Dabei wäre es wirklich interessant, en Detail zu rekonstruieren, glaube ich jedenfalls, wie Computersimulationen, verschiedene Typen von Simulationen auf verschiedenen Ebenen parallel operieren, ineinandergreifen oder auch gegeneinander laufen. So könnte ein Beispiel, die in Simulationen ökonomischer Systeme, da eventuell von der Neoklassik inspiriert, unterbelichtete Eigendynamik des Geldmediums in Widerspruch treten zu dem unter anderem mit Computersimulationen getriebenen Aufwand um die Spezifizierung der Materialität eben jenes Geldmediums selbst. Die kühne Hoffnung wäre, dass eine solche Analyse nicht zu dem pessimistischen Schluss Heideggers kommen muss, der in Bezug auf die, Zitat, denkende Einkehr in die Wesensherkunft der Identität bemerkt, zitiere, gerade weil diese Einkehr einen Sprung verlangt, einen Sprung verlangt, braucht sie ihre Zeit, die Zeit des Denkens, die eine andere ist als diejenige des Rechnens, das heute überall her an unserem Denken zerrt. Heute errechnet die Denkmaschine in einer Sekunde tausende von Beziehungen. Sie sind trotz ihres technischen Nutzens wesenlos.